Hallo, ihr lieben Seelen da draußen. Hier ist die Andrea aus Andalusien. Und heute habe ich wieder eine Legung für euch. Und wenn du mitmachen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen. Es ist eine in Anführungsstrichen Beziehungslegung. Und zwar nennt die sich, ich habe mir es aufgeschrieben, ich vergesse ja immer alles, habe ich die selber halt entwickelt in Anführungsstrichen. Ich und du. Komm, zeig's mir. Das Beziehungsding. Also es geht darum, dass du kannst dir einen Menschen, mit dem du in irgendeiner Verbindung bist, aussuchen, den du möchtest. Es muss nicht eine partnerschaftliche Verbindung sein. Es kann ein Kollege sein, es kann ein Freund sein oder Freundin, das kann ein Familienmitglied sein, das kann der Chef sein, ein Geschäftspartner, das kann dein Bierkumpel sein, das kann ich weiß nicht wer sein, ja. Das kannst auch du selber sein. Und zwar dein, weiß ich nicht, Verstand und dein Herz oder dein weiblicher Aspekt und dein männlicher Aspekt. Also, ne, du kannst dir jetzt im Vorfeld selber aussuchen, mit wem du diese Beziehungslegung machen möchtest oder Verbindungslegung. Ich mag das Wort Beziehung ja irgendwie nicht so. Das solltest du im Vorfeld für dich selber festlegen. Es geht für jegliche, in Anführungsstrichen, Beziehung, ja. Und ich werde das dann auch so lesen, dass das neutral bleibt, relativ, ja. Und das geht auch darum, dass dass geguckt wird, was dir eigentlich dein Gegenüber zeigt. Also was er also nicht spiegelt, sondern was er dir zeigt. Was er in der Interaktion mit dir zeigt, was du vielleicht an dir noch arbeiten kannst, damit du noch mehr bei dir ankommst. Darum geht es eigentlich. Oder damit die Beziehung fruchtbarer wird, ne? So, kann auch sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt erzähle, was du denkst und was du fühlst und was er der Gegenüber denkt und der Gegenüber fühlt, sondern es geht darum, es geht wirklich auch wieder um innere Arbeit. Also das ist bei mir immer so der Hauptaspekt, ne? Also du darfst dir jetzt im Vorfeld überlegen, mit wem du das gerne machen möchtest, sozusagen. Und du darfst dir dann auch wieder einen Stapel aussuchen und das bitte intuitiv, ja, den Stapel aussuchen. Ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden Zeit. Okay, ich hatte ganz vergessen zu sagen, welche Decks ich verwende. Ich habe nämlich lauter neue Decks verwendet, weil ich mit denen rumprobiere. Und zwar habe ich das Vintage Wisdom Deck dabei, ja. Da hatte ich von den meisten Decks hatte ich gestern und vorgestern Videos gemacht. Das Illuminated Earth Oracle, die Medicine Woman Tarot und das Morgenkrier Tarot. Und die Tarots sind jeweils du und dein Gegenüber und die Orakel die durchleuchten nochmal so die Energien im Endeffekt. Okay, also wenn du jetzt entschieden hast, dann fange ich an. Fange ich mit der Nummer 1 an. Dann gucken wir jetzt mal. Ich muss noch dazu sagen, ich habe, glaube ich, eine. Na gut, das habe ich ja schon angefangen, das kriegen ja dann die nicht mit, die eine andere Zahl gewählt haben. Also, das ist dieses Vintage Wisdom Orakel und das ist ja ein furchtbares Deckblatt, finde ich. Deswegen musste ich da jetzt diese Blätter drüber legen. Okay, aber es ist ein wunderschönes Deck. Fangen wir mal an. Was haben wir hier? Change, Veränderung. Das ist so die Grundenergie bzw. die Situation. Dann haben wir hier Ace of Arrows, also das, ne? Und das bist du im Endeffekt und The Grandfathers, das ist der Stern beim Tarot, für die Leute, die Tarot wissen. Dann haben wir dein Gegenüber. Das ist ja, der hat auch Ass der Schwerter, das ist ja hier im Prinzip auch Ass der Schwerter, heißt halt nur anders. Spannend. Und dann hat er auch noch den Ritter der Schwerter. Also da ist jetzt schon eine Auseinandersetzung oder eine Klarheit oder was auch immer. Werden wir gleich sehen. Und dann haben wir hier Wisdom. Das ist ja Weisheit. Oh, wie schön.
Also hier oben, das ist die Grundenergie bzw. die Situation so ein Stück weit. Hier bist du, hier ist dein Gegenüber und hier unten habe ich nochmal eine Orakelkarte gelegt, die so ein bisschen das zeigt, was passieren kann, wenn eben du an dir gearbeitet hast. Er muss natürlich dein Gegenüber vielleicht auch an sich arbeiten, aber die Legung geht ja jetzt erstmal um dich, ne? Okay, fangen wir mit der Grundsituation an, mit der Grundenergie. Das ist die Veränderung oder der Wandel. Und die Karte, die kann man total toll lesen. Ich habe die nämlich neulich schon gezogen, deswegen weiß ich das. Und die ist auch total schön. Und zwar geht's, man sieht ja hier diese Frau, ne, die im Sturm steht. Hier ist ja überall Sturm, ja. Und es ist auch so ein bisschen herbstlich. Und sie hat sich hier, sie stemmt sich so ein bisschen gegen den Sturm. Sie hat sich geschützt, ne? Und ist aber noch in ihrem Ding drin. Also sie ist ganz so bei sich und merkt gar nicht, dass hier hinten eigentlich, dass es hell wird und dass der Sturm weggeht und eine Veränderung sozusagen eintritt. Also hier hinten ist die Veränderung und sie steht noch mitten in der Situation, die anscheinend etwas ungemütlich ist, aber sie kann sich mehr oder weniger schützen. Es ist zwar jetzt nicht die Gloria, aber sie kennt nichts anderes und von daher, Entschuldigung. Ich habe irgendwie eine Olivenblätterallergie und das geht auch auf meine Lunge. Nicht nur in die Nase, sondern irgendwie auch in den Hals. Und wenn ich rede, dann muss ich manchmal husten. Okay, also, das ist die Situation, ja. Also es liegt ein Wandel an in eurer Verbindung. Und der Wandel bezieht sich jetzt auf eure Verbindung. Es ist nicht so, dass jemand von euch geht, sondern die Beziehung ist also die Verbindung ist im Wandel. Aber du stemmst dich da noch dagegen. Du bist da noch nicht bereit zu. Du fühlst dich zwar nicht wohl, wie sie jetzt ist, aber bist noch nicht bereit, das zu sehen, was da vielleicht an Veränderung ist, beziehungsweise du kennst es nicht. Deswegen, alles, was man nicht kennt, davor hat man ja Angst, ne? Und die Eule guckt sich das Ganze von weitem an. Das ist sozusagen die Weisheit. Die haben wir ja hier unten auch schon, die Weisheit. Und das ist so ein Stück weit auch deine innere Weisheit, würde ich fast sagen, ne? Aber die bleibt, die interagiert nicht, sie lässt dich, ja? So, das ist die Grundsituation von eurer Beziehung, dass da ein Wandel anliegt, der ganz offensichtlich scheinbar ist und der aber von dir noch nicht vorgenommen werden kann, weil du dann noch in deinen Ängsten, in deinen Zweifeln bist, weil du dich mit der Situation, in der du dich jetzt befindest, die ist okay für dich, die ist zwar manchmal ungemütlich, aber du kennst ja, alles, was man kennt, ist ja eh besser als das Neue, ne? So. Okay. Und dann haben wir hier, spannenderweise, haben wir ja hier jeweils das Ass der Schwerter beziehungsweise hier der Pfeile. Und ich fange mal mit deinem Gegenüber an. Der ist ganz klar. Der weiß ganz genau, was er will. Ja. Der ist ganz klar, der artikuliert es scheinbar auch ganz klar, weil das ist ja auch Kommunikation, das Ass. Und er nimmt die Chance an. Ja. Weil Ass ist ja eigentlich auch sowas wie eine Chance oder ein Impuls, den man bekommt. Er nimmt die an. Er will den Wandel und er will ihn auch mit dem Herzen, weil hier siehst du ja so zwei Zweige, ja, und das sieht aus wie ein Herz. Also kommt seine Entscheidung, weil Schwerter ist ja auch Entscheidung, klare Entscheidung, die kommt auch aus dem Herzen. Also er ist nicht nur im Kopf. Er möchte den Wandel vollziehen, ja. Aber er ist da etwas arg impulsiv. Der Ritter ist ja immer der impulsivste von allen Hofkarten, ne? Er will das jetzt umsetzen. Er will unbedingt. Auf dem Deck hat er sogar Blut an seinem Schwert, finde ich jetzt ein bisschen arg dramatisch. Aber er ist da sehr, sehr massiv. Und er möchte die Umsetzung, ja. Und das ist jetzt aber eigentlich ein Geschenk für dich. Es engt dich vielleicht ein und es bringt dich noch mehr in diese Schutzhaltung und noch in größere Ängste vielleicht. Ich weiß es nicht, das wirst du wissen.
Aber eigentlich ist das ein Geschenk, dass er so massiv ist. Weil du nämlich irgendwie nicht in die Gänge kommst. Ne? Und du darfst jetzt auch in die Gänge kommen. Bei dir ist es halt so, du bist halt noch in dieser Angsthaltung scheinbar, ja. Und du hast halt noch diese Angst und diese Zweifel und eigentlich möchtest du da bleiben, wo du bist. Das ist ja alles viel einfacher, bla bla bla. Vielleicht erschreckt dich auch ein Stück weit diese Massivität. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr einfach mal zusammen euch zusammensetzt und gemeinsam ganz klar redet, ja, die Vor- und Nachteile herauskristallisiert. Aber dazu ist es wichtig, dass du erstmal dich selber zentrierst, ja. Und die Ass der Schwerter ist hier super schön dargestellt. Weil, guck mal, der Pfeil, der geht vom Bauch oder Herzen, also vom Bauchgefühl, von der Intuition, von dem, was deine Seele möchte, das ist ja so im Bauchbereich, geht er hoch in den Verstand. Das heißt, du darfst jetzt lernen und das zeigt er dir auf mit seiner ganz klaren Entscheidungsfreude, weil er ist ganz klar und das zeigt er dir, dass du jetzt auch in dich gehen darfst, gucken darfst, was will deine Seele? Will die, was will die? Will die da bleiben, wo sie ist, oder will sie vielleicht doch die Veränderung? Ja, wäre schön, wenn jetzt das Ding noch scharf wird hier. Und dann kannst du aus deiner Intuition heraus den Verstand verwenden und in die Umsetzung gehen. Für die Umsetzung brauchst du den Verstand. Und nicht erst den Verstand nehmen und sagen, oh nee, ich habe Angst, bla bla bla, Kopfkino, hast du nicht gesehen? Nein, zentrier dich. Richte dich aus von deinem Bauchgefühl hoch in den Verstand. Und das ist so eine tolle Karte. Die tut das so wunderbar aus anzeigen, ne, dass man erst auf die Intuition, auf das Herz hören darf. Und dann, wenn man weiß, es ist ja eigentlich richtig, diese Veränderung in dem Fall, dann kannst du dich ausrichten bis zum Verstand. Und dann darfst du den Verstand verwenden und in die Umsetzung gehen zusammen mit diesem Menschen, ne? Ja, weil der weiß das jetzt schon, der ist schon so weit, der kann schon umsetzen und er möchte umsetzen. Hier ist ja dieser Drang, dieser Witter, wollte ich schon sagen, dieser Ritter. Und du brauchst jetzt aber noch deine Zeit. Guck genau hin, was will dein Herz? Richte das dann hinauf in deinen Verstand und dann geh in die Umsetzung. Und hier oben sieht man auch noch, guck mal, hier ist wieder die Eule. Die haben wir ja auch hier. Und die haben wir auch hier im Prinzip in der Weisheit. Die Eule ist Weisheit. Und wenn du dich nämlich, wenn du in deine Intuition gehst, dann kommst du auch in deine innere Weisheit. Und hier ist der einsame Wolf, der hilft dir auch, dich auszurichten. Der ist ganz klar, der ist ein Leader meistens. Der ist, also diese Situation mit dieser Person, die ganz klar ist, die ganz klar diesen Wandel will. Und den auch massiv umsetzen will. Das ist ein Geschenk für dich, weil diese Person oder dieser Mensch, der bringt dich dazu, dass du dich lernst zu zentrieren, dass du lernst, deine Intuition zu verwenden, deine Weisheit auszugraben und deinen Mut, der Wolf ist ja auch ein Stück weit Mut, und das dann mit dem Verstand auszurichten und in die Aktion zu gehen, ja. Und der Großvater, oder die Großväter ist ja der Stern eigentlich. Ich gehe da mit der Frau, die das Deck gemacht hat, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, nicht so konform. Also ich lese jetzt die Karte für mich. Du kannst natürlich, wenn du magst, bezüglich der Situation deine Großväter oder deinen Großvater oder deine männlichen Ahnen kontaktieren und die um Rat bitten, dass die dich führen. Aber das ist mir jetzt zu spirituell. Ich möchte eine ganz geradlinige Legung machen. Von daher sage ich jetzt einfach, folge dem Stern. Ja, hier ist der Weg. Der Stern führt dich. Und der Stern ist das, was hier drin ist. Das ist dein Stern. Das ist die Intuition. Die führt dich. Ja, deine Vision vielleicht auch. Vielleicht hast du ja die gleiche Vision wie er, also dein Gegenüber. Und die Vision ist halt, beinhaltet halt diese Veränderung, aber du traust dich halt noch nicht. Und du darfst jetzt diesen Stern hier ausgraben und leben. Das ist dein Seelensein. Und
dich mit dem Verstand ausrichten und den Verstand verwenden und dann mit ihm zusammen in die Umsetzung gehen. Und die Umsetzung ist dann letztendlich der Wandel, ne? Und wenn das passiert, dann habt ihr beide eine wirklich absolut harmonische auf Reife, weil Weisheit ist für mich auch Reife, dann könnt ihr wirklich eine harmonische und reife Verbindung leben, in welcher Form auch immer, ob es jetzt eine Liebesbeziehung ist oder eine Geschäftsbeziehung oder sonst irgendwas, ja. Aber da liegt bei dir jetzt noch ein bisschen innere Arbeit an, ne? Und das ist ein Geschenk, dass er hier so, der Gegenüber so klar ist und auch so deutlich diese Veränderung ausspricht und umsetzen will, weil das führt dich dazu, dass du dich jetzt auch hinsetzen darfst, gucken darfst, was will ich. Aber hier drin, nicht hier, nicht im Kopf, sondern hier, da wo dein Stern ist, wo deine Visionen liegen. Und das dann mit dem Verstand ausrichten. Das sind ganz tolle Karten, wirklich super tolle Karten. Also ich wünsche dir viel Freude und viel Erfolg bei deiner Ausrichtung, ja. Und genau, wenn du noch Fragen hast, dann kannst du mich ja kontaktieren. Und wenn du noch dazu eine große Landkartenlegung willst, dann darfst du mich natürlich auch kontaktieren, ne? Okay. Also, das waren jetzt die Karten. Das war die Nummer 1. Dann holen wir uns jetzt die Nummer 2. Okay, gucken wir mal, was hier jetzt ist. Wow, da haben wir die Union. Das ist die nicht Verbindung, sondern die Vereinigung. Genau. Ja, das ist ja schön für eine Beziehung. Was haben wir bei dir? Also das ist so die Grundenergie beziehungsweise die Situation. Bei dir haben wir Blend, das ist Vermischen. Also das ist im Prinzip die Mäßigkeit in den großen Arkanen. Und wir haben eigentlich eine sehr schöne Karte. Das ist die 10 na, wie heißt's? Kelche. Und bei deinem Gegenüber haben wir die 2 der Stäbe und die 6 der Stäbe, der Schwerter. Okay. Okay. Die ist ja eigentlich total schön. Und dann haben wir hier bei der, das, was letztendlich die Beziehung leben kann, wenn ihr dann soweit seid, ist die Struktur. Und die Karte liebe ich in dem Deck, aber da komme ich gleich noch dazu. Ich mache jetzt erstmal die Grundenergie, weil die ist spannend. Du siehst ja auf dieser Karte eine Frau, die hier oben einen Lotus hat. Und bei der Karte geht es um die Union. Und es geht dabei nicht nur um die Liebesbeziehung, sondern es kann auch, wie gesagt, eine partnerschaftlich sein oder einfach ein Projekt, das man mit jemandem macht, was ganz kreativ ist. Aber um das letztendlich umsetzen zu können, darf jeder erstmal seinen Sumpf bearbeiten, ne? Ich nenne das immer Sumpf, seine Ängste, also seine Schatten sozusagen, ne? Seine Ängste, seine Zweifel, seine Abhängigkeiten, seine Schmerz, sein Leid, ne? Viele hängen ja im Leid fest, in dem Sumpf und kleben in diesem Sumpf fest. Und jeder darf erstmal für sich, ja, das ist ganz wichtig, an seinem Sumpf arbeiten, beziehungsweise ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu sehr euch um den Sumpf des anderen kümmert und dann beim anderen stecken bleibt, ne, jeweils. Das nicht jeder für sich, ganz wichtig. Und wenn ihr dann, es geht noch nicht mal darum, alle Themen jetzt, die da in dem Sumpf sind, zu bearbeiten, sondern einfach zu wissen, hier ist mein Sumpf, hier ist der Sumpf von meinem Gegenüber, das ist sein Sumpf und das ist mein Sumpf. Und ich habe nichts in seinem Sumpf zu versuchen, zu suchen, nicht versuchen. Ne? Ganz klare Abgrenzung ist hier für die einzelnen Sümpfe. Und wenn du nämlich, oder wenn er dann auch, aber es geht ja um dich, wenn du deinen Sumpf akzeptierst hast, es geht noch nicht mal darum, dass du alles bearbeitet hast, sondern dass du weißt, da ist mein Sumpf. Und dass du weißt, dieser Sumpf, der bringt auch Früchte. Ich darf mich jetzt mit dem Sumpf beschäftigen, das dauert seine Zeit, aber er bringt ja auch Früchte, weil nämlich eine Frucht, also Frucht in Anführungsstrichen, ist der Lotus. Weil der Sumpf, sich in den Sumpf zu begeben, das ist ja auch, wenn du deine Ängste und Schatten anschaust,
Die helfen dir ja auch, ja, die helfen dir. Das ist ein Geschenk eigentlich, sich darum zu kümmern, weil die dir helfen, die zeigen dir im Prinzip den Weg, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt mit deinem Sumpf. Und dann wirst du belohnt mit diesem Lotus, ja. Auch wenn du noch weitere Schatten und dunkle Ecken hast, die du noch nicht bearbeitet hast. Es geht darum, dass du weißt, hier ist mein Sumpf, der ist mir, der nicht dem Gegenüber. Damit beschäftige ich mich und nicht mit dem von dem Gegenüber. Und in dem Moment, wo du anfängst, dich mit deinem Sumpf zu beschäftigen, da wächst dann auch der Lotus und dann kannst du deine Früchte pflücken. Und das ist dann jeweils ein bearbeitetes Thema vielleicht. Und dann kannst du das nämlich als Krone verwenden. Dann hast du irgendwann deine Krone. Und dann weißt du, ich habe hier meinen Sumpf und ich habe hier meine Themen und es werden immer weniger und ich kriege immer mehr Krönchen. Die Karte ist total geil. Und dann kannst du nämlich auch eine reife Beziehung führen, mit egal wem, mit eigentlich mit jedem, weil du dann nämlich ohne Erwartungen bist. Und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus. Wenn du deinen eigenen Sumpf kennst, ja, und dein Krönchen trägst, es geht nicht darum, dass du alles, was in dem Sumpf ist, schon bearbeitet hast, sondern du musst ihn einfach nur kennen. Du musst wissen, dass er da ist und dass er dir gehört, in Anführungsstrichen, nicht dem Gegenüber. Der hat da nichts zu suchen. Dann bist du irgendwann ohne Erwartungen. Dann kannst du jede Beziehung leben, ohne Erwartungen. Und das ist das, und dann bist du so das ist bewusst oder auch vielleicht, ja, bewusst Beziehung leben im Endeffekt, ja, oder Verbindung leben. Und dann, das ist so das Grundthema von euch, dieser Sumpf und dieses Erwartungs- und Bedingungslose in der Beziehung. Ja, ich musste jetzt so weit ausholen, weil es ist so schön, diese Karte auch zu erklären, weil ich finde das auch so wichtig in den Beziehungen, dass jeder bei seinem Sumpf bleibt. Weil in dem Moment, wo er sich in den Sumpf von dem anderen begibt, dann gibt es Kuddelmuddel. Dann ist er selber in dem Sumpf von dem anderen drin und hat noch mit seinem eigenen zu tun. Also das geht ja gar nicht. So, das ist das Grundthema. Und wenn dann jeder sich mit seinem Sumpf beschäftigt und ihr euch dann zwischendurch außerhalb von eurem Sumpf trefft, jeder mit seinem Krönchen und ohne Erwartungen und Bedingungen, dann könnt ihr eine wunderbare Beziehung leben. Und das ist dann auch die tantrische Beziehung im Endeffekt. Und das ist jetzt egal, ob es eine Geschäftsbeziehung ist, bei der es sich jetzt bei dir handelt oder eine Liebesbeziehung. Tantrisch bedeutet für mich auch geistig, auf geistiger Ebene. Also dann ist das vielleicht auch eine Seelenverbindung. Es muss auch nicht eine Liebesverbindung sein. Eine Seelenverbindung kannst du auch mit einem Freund haben oder mit einem Geschäftspartner, ja. Dann seid ihr auf einer Ebene, die dann nicht mehr nur materiell oder nur irdisch ist, sondern ihr seid dann auf einer anderen Ebene, wenn ihr wisst, wenn ihr euch halt euch selber sozusagen mit euch selber verbunden habt, nämlich mit eurem Schatten und eurem Licht im Endeffekt. Und dann könnt ihr euch nämlich ganz auf ganz gleichwertige Art und Weise, sag ich mal, mit euch jeweils verbinden, ne? Und das ist auch das Thema bei dir. Das ist nämlich hier the Blend, ja, also die Vermischung. Bei dir liegt jetzt an, dass du eben dich in deinen Sumpf begibst und ihn mit deinem, also deine Schatten mit deinem Licht vermischt, dass du erstmal deinen Schatten siehst, dass du ihn erkennst und auch dein Licht erkennst. Es geht um beides, weil manche, die erkennen ja auch nicht ihr Licht, ja, dass du die wahrnimmst, dass du weißt, die sind da. Und dann darfst du die beiden auch vermischen, aber so, dass die nicht miteinander verschmelzen, sondern so, dass sie miteinander interagieren. Ne? Also, dass sie halt, weil der Schatten und das Licht ist auch gleichwertig. Der Schatten ist nicht schlechter oder nicht schlechter als das Licht und das Licht ist nicht besser als der Schatten. Das ist gleichwertig. Und das darfst du miteinander vermischen, dass sie interagieren, weil der Schatten hilft dir auch. Oder der Sumpf. Der hilft dir, der produziert auch wunderschöne Blumen, ja. Der bringt auch einiges ans Licht, nämlich wunderschöne Blumen, ja. Also von daher unterdrückt den Schatten nicht und den Sumpf. Nimm ihn wahr, genauso wie dein Licht, und dann darfst du beide miteinander vermischen, dass sie interagieren können. Und dann kannst du nämlich auch ganz frei und bedingungslos auf jede Situation zugehen und erwartungslos. Es geht noch nicht mal um die Beziehung jetzt mit dieser Person, sondern auch generell, weil das sagt nämlich die 10 wie heißt's,
der Schüsseln im Endeffekt, ja, der Kelche. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du mit jedem Menschen genauso umgehen, wie du dann letztendlich mit diesem Menschen umgehst, um den es jetzt geht, nämlich fröhlich und frei, kannst feiern. Du kannst jeden Menschen so annehmen, wie er ist, ohne jegliche Erwartung, ohne jegliche Bedingung, weil du dich selber kennst, weil du deine Schatten kennst und dein Licht. Und die Schatten müssen nicht alle aufgelöst werden. Es ist wichtig, dass du weißt, dass sie da sind und dass sie ganz frei auch mit dem Licht interagieren können. Die Schatten sind wichtig. Man muss die nicht alle eliminieren. Das ist ein Fall von meiner Seite, für mein Empfinden ein in Anführungsstrichen falsches spirituelles Denken, ja. Und das zeigt dir im Endeffekt dein Gegenüber, weil dein Gegenüber, der fühlt sich in der Beziehung, die ihr habt, in der Verbindung zwar wohl, ja, weil es ihm Sicherheit gibt, er fühlt sich wohl, aber er möchte mehr, er möchte was anderes, er möchte raus, er hat hier diese Weltkugel oder vielleicht ist es auch eine Visionskugel. Er hat eine Vision, er möchte aus dieser engen Verbindung, die ihn einengt, obwohl es ja schön ist für ihn, Sicherheit ist ja auch was Schönes, möchte er raus. Ja, er möchte zusammen in dieser Beziehung mit dir weiter. Noch mehr. Er möchte hier, das sagt auch die Karte, er möchte mit dir zusammen in dieser Beziehung auf eine Reise gehen. Das kann jetzt die Bewusstseinsreise sein, also eine rein, ja, es kann aber auch sein, dass er mit dir zusammen halt die Bewusstseinsreise machen möchte, aber das sich dann letztendlich auch im Äußeren äußert und ihr dann zusammen woanders hingeht. Vielleicht geht es auch darum, die Beziehung auszuweiten. Weil er möchte Weite, er möchte, ne, im geistigen Aspekt, ja, nicht im irdischen, sondern ich glaube, es geht da mehr um den geistigen, weil die Karte sagt ja auch tantrische Union an und das ist ja das Geistige. Also in der Beziehung geht es jetzt darum, dass ihr euch geistig weiterentwickelt, spirituell, in der Bewusstseinsreise, euch immer mehr eurem Seelensein annähert, ja. Und das zeigt er dir, indem er halt äußert, ich weiß ja nicht, ob er das jetzt energetisch nur ist oder verbal, dass er einfach diesen Drang hat, die Beziehung auf eine andere Ebene zu bringen, vielleicht, oder auszuweiten. Ja? Vielleicht ist es auch ein Freund und er möchte mit dir eine bewusste partnerschaftliche Beziehung eingehen. Es kann auch sein. Auf alle Fälle ist dieser Mensch. Er fühlt sich mit dir wohl in der Verbindung, mit der er in der ist, aber er möchte seine Visionen mit dir leben. Und das geht im Moment nicht, weil du noch nicht deine Schatten und dein Licht kennst. Ja? Wenn du dich mit dir jetzt mal beschäftigst, mit deinen Schatten und deiner Lichtseite und die miteinander vereinst, ja, das ist nämlich auch diese Union im Endeffekt, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, dann spürst du immer mehr dein Seelensein und dann bist du immer erwartungs- und bedingungsloser und dann kannst du mit jedem und mit jeder Situation, ups, sorry, ich war so emotional gerade, kannst du dann nämlich locker und flockig umgehen, weil du keine Erwartungen mehr hast. Vielleicht hat er auch schon keine Erwartungen mehr. Er hat vielleicht schon gar keine mehr. Er ist da vielleicht schon durch. Ich weiß es nicht, das wirst du wissen. Auf alle Fälle möchte er mit dir seine Vision leben. Und das geht im Moment nicht, solange du noch nicht begriffen hast, dass der Schatten nichts Schlechtes ist und dass der Schatten und das Licht eben zusammen agieren dürfen, ja. Und solange du nicht deine Erwartungen runterschraubst. Und vielleicht ist das auch das, was ihn einengt, dass du zu hohe Erwartungen hast an ihn, an die Beziehung, ja, vielleicht engt diese Person, dieser Mensch das ein, das weiß ich nicht, das wirst du wissen. Also irgendwas engt ihn ein, was du ihm entgegenbringst, engt ihn ein. Obwohl er es auch schön findet, er fühlt sich wohl, aber er möchte weiter. Er möchte in und mit eurer Verbindung weiter. Er hat Visionen, die möchte er leben. Hier, die möchte er alle mitnehmen. Das sind ja die Schwerter, das ist ja so ein Stück weit der Verstand. Und auch die Talente, das möchte er mitnehmen auf die Reise mit dir zusammen aber. Das geht nur, wenn du dich kennst, wenn du deine Schatten und dein Licht kennst und mit denen
zusammen zu agieren weißt und dein Krönchen trägst. Und dann kommen wir jetzt zur Struktur. Das bedeutet nicht nur Struktur, ja, im klassischen Sinne. Du siehst ja hier auf der Karte, das hier unten ist ja so das Emotionale, würde ich mal sagen, ja. Und das ist ganz wichtig, dass da auch eine Basis ist, dass da auch eine Struktur ist. Und nicht nur oben Strukturen gebaut werden, das ist ja im Endeffekt das, was ihn wahrscheinlich einengt. Das ist dieses Materielle, dieses Sichtbare. Aber in einer Beziehung, in einer Verbindung gibt es auch was Unsichtbares. Und da ist es ganz wichtig, eben auch eine Basis zu haben, eine Struktur. Und die kannst du nur bekommen, wenn du an dir selber arbeitest, aber nur an dir und nicht ihn versuchst zu bearbeiten, diesen Gegenüber, sondern nur dich. Er ist für seinen Sumpf verantwortlich und du bist für deinen verantwortlich. Und wenn du das begriffen hast und auch ein Stück weit umsetzt, dann entsteht hier unten auch eine Struktur, eine Basis. Und dann kann auf diese Basis, die hier unten ist, im emotionalen Bereich, im Be Unterbewusstseinsbereich, im ich weiß nicht wie, kann man dann wunderbar im irdischen Bereich was aufbauen. Und das möchte er, dieser Gegenüber. Und dann geht es ja hier auch noch, hier ist noch die Intuition, dann geht es ja sogar noch in den spirituellen Bereich. Ne? Hier oben ist der Regenbogen, hier ist die Intuition. Ne? Aber dazu brauchst du hier unten erstmal eine Basis. Und die kriegst du nur, wenn du dich um deinen Sumpf kümmerst, ja. Und das zeigt er dir im Endeffekt. Er hat die Vision. Und ich bin mir sicher, wenn du dich da diesbezüglich nicht änderst, in Anführungsstrichen, nicht an dir arbeitest, dann setzt er seine Visionen alleine um. Kann ich mir gut vorstellen. Spüre ich gerade so. Aber er möchte es eigentlich mit dir zusammen machen, ne? Das ist ja hier so die Grundenergie. Also arbeite an dir. Nur an dir alleine, nicht an ihm, und dann, ne, damit du deine Schatten und dein Licht miteinander vereinst, und dann kannst du, dann habt ihr die Basis und dann könnt ihr zusammen die Vision leben. Ne? Eigentlich total schöne Karten. Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert. Es ist schon wieder 30 Minuten. Ich will doch gar nicht immer so lang machen. Okay, dann haben wir jetzt hier noch die drei. Gucken, was wir hier haben. Thought, also Gedanken. Dann haben wir bei dir die vier der Pfeile und die acht der Kelche. Wow. Schöne Karte. Hier haben wir den. Also die Legung passt jetzt, glaube ich, gut auf eine Geschäftsverbindung oder auf eine Arbeitsverbindung. Hier ist, wie heißt es, der Herrscher und die fünf der Schwerter. Das ist jetzt dein Gegenüber sozusagen. Und dann haben wir, oh, die Evolution, das ist aber auch schön. Wow. Okay. Fangen wir mal mit der Grundenergie an, also der Situation. Wobei ich glaube, ich fange. Das ist ja eigentlich Gedanken, ja. Und eigentlich ist die Karte sehr ruhig. Sie ist sehr friedlich, sie ist sehr ruhig. Und eigentlich denke ich immer, ich hatte die auch schon mal gezogen, dass es Stille sein sollte, eigentlich heißen sollte, weil die Frau ist eigentlich total in sich gekehrt und eigentlich in komplettem Frieden mit sich. Und man sieht da oben auch, wenn man genauer mal hinguckt, aber da muss man wirklich genau hingucken. Sieht man auch Tauben, was ja auch Frieden und Harmonie bedeutet. Also die Karte ist die reinste Harmonie und sie ist mit ihren Gedanken eigentlich in absolutem Frieden, ja. Aber man hat hier auch noch zwei Säulen und beim Tarot bedeutet diese zwei Säulen bei der immer auch, dass es um Entscheidungen geht, beziehungsweise um Gleichgewicht oder Ungleichgewicht. Und wenn ich mir die anderen Karten so angucke, ist hier auch ein Ungleichgewicht, ja. Und zwar haben wir hier relativ friedliche Karten zusammen mit dieser. Und hier haben wir eigentlich eine Karte, die kein Frieden ist. Und einen Menschen, der schon friedlich ist eigentlich, aber auch sehr autoritär. Friedlich autoritär, jetzt nicht unbedingt negativ gesehen, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass die Beziehung in einer Phase ist,
wo, also ich fange mal mit diesem Menschen hier an. Das ist ein absoluter, er ist ein absoluter Herzensmensch. Da ist, kann man nichts sagen, aber er weiß genau, wer er ist. Er hat absolutes Selbstbewusstsein. Er hat auch anscheinend einen höheren Stand. Er ist ja ein Herrscher. Und er weiß, er möchte immer, also er weiß genau, was er will. Er hat einen großen Willen, er weiß, was er will, und er setzt es dann auch immer um. Ja. Er ist ein ganz kraftvoller Mensch, was aber nicht heißt, dass er böse ist oder so. Er ist sehr gutherzig, aber er erwartet im Endeffekt von anderen auch einiges, würde ich mal sagen. Er hat schon so seine Ansprüche, auch an Menschen. Und das ist der Konflikt, den ihr habt. Er fordert dich im Endeffekt jetzt heraus, dass du deine Talente entdeckst. Diese Karte ist für mich ganz klar, dass du deine Talente entdecken darfst. Hier bist du, hier macht die Person, also die Frau, ja, irgendwelche handwerklichen Arbeiten. Das sind für mich Talente und auch deine Weisheit. Hier haben wir wieder die Eule. Hatte ich schon in einer anderen Legung. Bei dir geht es darum, jetzt in dich zurückzuziehen, in dich selbst und ganz ehrlich und frei dein wahres Sein zu fühlen, zu erkennen, dich zu erinnern und deine wahren Talente rauszuholen. Darum geht es bei dir jetzt. Und er fordert dich heraus, das zu tun, indem er, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, vielleicht diese hohen Ansprüche hat. Er hat mit dir auf alle Fälle verbale Auseinandersetzungen, ja, wo es nicht, wo es eigentlich keinen richtigen Konsens gibt, ja, keine Einigung. Und du bist im Moment anscheinend noch nicht in dieser Phase. Du bist anscheinend noch im Kopfkino. Du bist noch zu sehr im Kopf. Und deswegen habt ihr diese Auseinandersetzung, die dich aber letztendlich, wenn du sie annimmst, dahin führen, dass du in diese Stille gehst, die ganz notwendig ist bei dir. Diese innere Stille. Und diese Karte sagt eigentlich auch aus, dass man in seiner Stille die Gedanken, da geht es nicht um die Kopfkino-Gedanken bei der Karte. Hier geht es eher um die Kopfkino-Gedanken, die dann ausgefechtet werden, verbal mit dem Gegenüber. Bei der Karte geht es darum, auf die Herzgedanken zu hören. Ja, darum geht es. Das ist euer Thema gerade, dass du nicht in deinem Herzen bist. Wo er ist, weiß ich nicht. Er hat ja schon ein großes Herz und er weiß genau, wo er ist, dieser Mensch. Ja, er weiß es. Vielleicht ist er schon mit seinen, vielleicht ist er mit seinem Verstand schon an das Herz angebunden. Das weiß ich nicht. Das ist aber im Moment nicht wichtig, weil es geht jetzt erstmal um dich. Und aber er fordert, indem er dich so herausfordert auf der Verstandes- und Kommunikationsebene, wo es keine Einigung gibt. Ist es so, dass er dich im letztendlich dorthin drängt, dass du wirklich mal in dich gehst? Ja, das sagen eigentlich diese beiden Karten aus. Diese Frau, die soll in sich gehen. Sie geht in sich. Sie schaut genau hin, ihr Wissen. Ihr Wissen ist hier. Sie erinnert sich an ihr Wissen und sie kramt ihr Wissen aus und dadurch kann sie erkennen, welche Talente sie wirklich hat. Und da geht es jetzt nicht um handwerkliche Talente, vielleicht auch. Es geht natürlich auch um die ganzen Talente und Fähigkeiten, auch auf der geistigen und energetischen und spirituellen Ebene. Aber es geht vielleicht auch um Talente im irdischen handwerklichen Bereich. Also ich würde sogar sagen, das ist ganzheitlich, diese Talente, ne? Die du jetzt ausgraben darfst. Und diese Talente, wenn du die erkennst, dann hast du eigentlich die gleiche Position wie er. Weil er kennt seine Talente, er weiß, wer er ist, ja, aber du nicht, du bist da noch nicht so weit. Und er zeigt es dir auf, indem er dich herausfordert. Und jetzt ist die Chance in eurer Verbindung, dass du diese Herausforderung annimmst, wirklich in deine Ruhe gehst. Sag ihm einfach dieser Person, diesem Menschen, ja, hör mal, ich brauche jetzt mal meine Ruhe, ich muss jetzt zu mir kommen, ich nehme eine kleine Auszeit von dieser
Verbindung oder lass uns mal, gib mir eine Woche, dass ich alleine bin, was weiß ich weiß ja nicht, um welche Beziehung es sich handelt. Und dass du dann wirklich nur mit dir bist, nur mit dir und genau guckst, was in dir ist. Weil du hast viel in dir. Du hast hier, meine Kamera hat nicht so viel, die schafft es irgendwie. Du hast ganz viel Weisheit und ganz viel Wissen. Und du hast ganz viele Talente. Und die gilt es jetzt in der Ruhe, in der Stille auszugraben. Ja? Und diese Frau, die ist absolut mit ihrem Bauch verbunden, mit ihrem Herzen. Da darfst du hinkommen. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du dich wieder mit diesem Menschen treffen. Und dann braucht ihr diese Auseinandersetzung nicht mehr. Dann seid ihr gleichwertig. Und dann könnt ihr erwartungsfrei und bedingungsfrei diese Beziehung leben, die ja letztendlich diese Karte ausdrückt. Das ist im Endeffekt jetzt dein Wunsch. Jetzt, wo du noch nicht deine Talente kennst. Dass du mit dieser Person eine friedliche, freie, friedliche Verbindung führst, aber die ist nicht da, weil ihr ständig in diesem Kampf seid, weil er dich herausfordert. Wenn du dann aber wenn du aber in dich gehst und dein Wissen und dein Talent ausgrabst und weißt, wer du wirklich bist, dann bist du im Endeffekt auf der gleichen Ebene wie er, weil er weiß, wer er ist. Er weiß es. Und dann könnt ihr nämlich das Leben, was du dir eigentlich wünschst, eine gleichwertige auf Vertrauensbasis geführte Verbindung, die auch, und hier geht es auch ein bisschen ums Spirituelle, auf geistiger Ebene stattfindet. Ja, ihr habt auch ein Stück weit eine Seelenverbindung oder eine geistige Verbindung. Das sagt letztendlich auch diese Karte aus, weil das ist die Evolution. Und hier haben wir eine Pflanze, ja. Und die wächst hoch in den Himmel. Und hier ist ja wie heißt die Lebensblume? Nee, wie heißt es jetzt? Ah, weißt schon, was ich meine. Was ja so das Geistige, das Kosmische darstellt. Und dann könnt ihr nämlich beide wachsen in eurer Beziehung. Die wächst dann so, dass sie eben auch ganzheitlich gelebt werden kann, sage ich jetzt mal. Ja, nicht nur auf der irdischen Ebene, sondern auch auf der geistigen und auf der energetischen Ebene. Und das ist so wertvoll. Und da, wenn du das schaffst, wirklich deine wirklichen wahren Talente und dein Wissen zu erkennen und dich daran zu erinnern und es rauszukramen und auch zu leben, dann könnt ihr wirklich eine ganz tolle Verbindung führen, in welcher Form auch immer. Ich weiß jetzt ja nicht, um welche es geht. Und die auch auf allen Ebenen leben, ja. Und dazu gehört dann letztendlich auch, dass jeder von euch immer wieder in die Stille geht und immer wieder schaut, wo bin ich jetzt? Was will meine Seele? Was sind meine Talente? Auch er im Endeffekt. Aber das wird dann eine ganz tolle Geschichte. Also arbeite an deinen Talenten und an deinem Wissen. Geh in dich. Zieh dich zurück. Zieh dich auch von der Person und von den Menschen hier zurück. Sag ihm das aber vorher. Und dann kannst du nämlich erwachen, in Anführungsstrichen. Und dann könnt ihr wirklich eine ganz, ganz, ganz gleichwertige, auf allen Ebenen harmonische, das sagt auch diese Karte, Verbindung leben. Das sind ganz tolle Karten. Wow. Wow. Okay, also wenn du da noch ein Stück weit Hilfe brauchst bei dieser Arbeit, weißt ja, wo ich bin, dann mache ich dir gerne eine Landkartenlegung, ne? Wow. Okay, das war's. Wie immer zum Schluss möchte ich anmerken, dass das ja jetzt hier wieder nur ein kleiner Ausschnitt ist, logischerweise. Es ist ja nur eine kleine Legung. Und ich biete natürlich auch die großen an, wenn du jetzt noch irgendwas offen hast, was du gerne wissen willst oder nicht weiterkommst. Dann sag mir das, ja, ich weiß gar nicht, wo jetzt welcher Stein lag. Und dann können wir gerne auch eine große Landkartenlegung machen, gell? Das ist dann deine Entscheidung. Okay, also wie immer, ganz wichtig zu wissen, das sind Ausschnitte, das sind sehr allgemein gehaltene Legungen. Du darfst sie für dich selber natürlich interpretieren, logischerweise. Weil ich weiß ja nicht, auf was du jetzt da die Beziehung gelegt hast. Und ich würde mich natürlich über Feedback freuen, wie immer, wie es euch damit geht, wie es dir damit geht.
mit der Legung und vielleicht hat ja irgendeiner Lust, was zu schreiben oder ein Feedback abzugeben. Ich freue mich über Likes und wie gesagt, wenn du eine Landkartenlesung brauchst, eine große, gerne dazu noch hättest oder generell, dann melde dich bei mir. Du weißt ja, wo du mich findest. Es steht immer alles unter dem unter dem Video. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Liebe. Tschüss. Und schön, dass du mitgemacht hast. Danke. Tschüss.